Hallo, wir sind heute hier auf dem Purize Festival One und wir haben uns gefragt, wie politisch ist eigentlich so ein Cannabis-Festival? Deswegen gehen wir jetzt mal los und fragen ein paar Leute, was haltet ihr von den aktuellen Legalisierungsplänen? Los geht's! Was hältst du von den aktuellen Legalisierungsplänen? So, mich hat das nämlich auch überfordert, deswegen habe ich gesagt, frag du das, weil ich bin zu betrunken. Was hältst du von den aktuellen Legalisierungsplänen? Jo, besser als nichts. Also ich bin ein großer Fan von Schritten in die richtige Richtung. Ich bin ein Optimist. Also ich finde, es ist besser als nichts. Andere Länder, ich habe heute mit jemandem aus Österreich geredet, die beneiden uns. Das ist so wie dieses T-Shirt, gut erzogen Assi. Es ist halt irgendwas Behindertes so dabei, was mich voll aufregt. Und es ist was natürlich dabei, was ich geil finde, dass es erstmal generell legalisiert wird, ist geil. Die Menge ist natürlich voll abfuck. Ich denke, das wird jeden abfucken. Auch dieses, du kannst growen, aber 25 G von einer Pflanze behalten, das halt weiß jeder selber, dass Quatsch ist. Deswegen sowohl als auch irgendwie geil, dass es generell kommt. Der Rest kommt ja vielleicht die nächsten Jahre hoffentlich. Was hältst du von den aktuellen Legalisierungsplänen? Finde ich top, legalized. Let's go, beeilt euch. Ich glaube das erst, wenn es soweit ist. Ich glaube gar nichts mehr. Ich habe schon so viele Demos mitgemacht und dachte immer, das ist jetzt die letzte. Nein, ich glaube gar nichts mehr. Was hältst du von den aktuellen Legalisierungsplänen? Gut, aber könnte deutlich besser sein. Ich bin nicht ganz aktuell, aber ich glaube, so langsam geht es in die richtige Richtung. 1.1.24 ist das Datum, ne? Ich bin da immer noch so ein bisschen skeptisch, ob das dann auch wirklich so dann ist. Wir hoffen mal, ne? Ja, ich gebe die Hoffnung seit 37 Jahren nicht auf, also wird schon. Das Wichtigste ist, wir müssen alle, die sich damit auskennen, müssen allen erzählen, dass es negative Erfahrungen geben wird die ersten Jahre. Es wird Leute geben, die dieses Gesetz missbrauchen. Es wird kriminelle Strukturen geben, die damit Geld verdienen, was wir jetzt noch nicht sehen. Es wird Jugendliche geben, die kiffen, die es nicht sollen. Es wird Jugendliche geben, die ihr Zeug aus den Clubs haben, was ein Problem sein wird. All darauf müssen wir uns einstellen, weil sonst wird die politische Rechte das nutzen, die Gegner werden es nutzen, um dieses Gesetz wieder rückgängig zu machen. Also, Leute, es wird nicht perfekt laufen. Stellt euch auf Fehler ein, stellt euch auf steigende Zahlen ein, die ersten Jahre. All das müssen wir aushalten, sonst scheitern wir. Welche Punkte würdest du verbessern wollen? Cannabiskonsum, also es muss ein wirklicher Cannabis-Social Club sein. Und nicht nur eine Möglichkeit, wo ich mein Cannabis kaufen kann, sondern Konsum ist mega wichtig, also in der Gemeinschaft Konsum mega wichtig. Ich finde zum Beispiel, was das Lebensfremdeste ist, dass man sich innerhalb der eigenen vier Wände in der grundrechtlich geschützten Wohnung, dass man da nicht dasselbe Cannabis, was man angebaut hat mit einem Freund mal, ohne eine Sanktion tauschen und teilen kann. Das ist ja auch eine Passionssache und wieso kann ich denn nicht das, was ich mit Herzensblut angebaut habe, mit meinen allerbesten Freunden, die sowieso Cannabis über eine Anbauvereinigung oder aber später in dieses Fachgeschäft ziehen, teilen? Das geht in keinen Kopf rein. Und das, finde ich, ist so das Ungerechteste an der Sache. Gibt es noch ein paar Punkte, die du am aktuellen Entwurf verbessern würdest? Ich finde das Werbeverbot zwar faktisch richtig, ich finde aber auch, wir müssen starken Brands erlauben, ein Brandbuilding zu betreiben. Diese Werbung soll nicht auf Jugendliche gerichtet sein, auf gar keinen Fall. Und das Nächste ist natürlich, Prävention muss neu gedacht werden. Und dafür muss sich die Politik mit Leuten wie uns hinsetzen, uns zuhören und dann kann daraus was werden. Vielen Dank. Viel Spaß. Ja, sehr unterschiedliche Reaktionen hier auf dem Festival. Manche kennen den Entwurf ganz genau und wissen genau, was sie verbessern würden. Andere haben quasi keinen Plan. Aber alle haben sie Lust auf legales Cannabis und auf Feiern. Und das mache ich jetzt auch.